Manuel, Professor am Telefon, wen kann ich denn behilflich sein? Hallo? Hallo. Schönen Tag, Manuela. Guten Tag. Ja. Herr Toffel, guten Tag. David Thiemann von der Six Trading Plattform am Telefon. Herr Toffel, wir hatten eine Werbekampagne für über die künstliche Intelligenz im Online-Trading-Bereich vor ein paar Tagen. Da haben Sie Telefonnummer sowie auch E-Mail eingegeben für mehr Infos. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch zwei Telefonate mitgebracht. Ihr habt's schon im Intro gehört. Das erste Gespräch wird schon der absolute Wahnsinn. Doch das zweite Gespräch macht's auch nicht viel besser. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung mit diesen beiden neuen Telefonaten. Manuel, Professor am Telefon. Wen kann ich denn behilflich sein? Hallo? Hallo. Schönen Tag, Manuela. Guten Tag. Ja, Yalla, was? yalla. Yalla, Yalla, Yalla. kennst du Allah? Nein, ich kenne nicht Allah. Oh, das ist aber schade. Ja, das ist sehr schade für dich. Ja. 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 Hast du Langeweile? Oder hast du Nee. keine Frau? Oder hast du keine Freundin Nee. irgendwo? Ich bin Ja. mit einem Mann verheiratet. Ich habe keine Frau. Ach so, du hast Ja. einen Mann. Ach Ja. so, also das ist sehr interessant. Ja, finde ich auch. Da hat einer gehustet im Hintergrund. Boah, ich breite nicht Corona aus oder sowas. Ja, wir sind Corona. Ja. Ja, Ich ja. bin Coronavirus. Ja, Ich das bin kann bestimmt sein. ein Coronavirus. Ja? Ja. Und ich werde dich verstimmen, verstimmen. Oh je, oh nein. Sehr Haha. niedlich. Hahaha. Ja. Und wie viele Okay. Leute habt ihr heute schon so beschissen? Manuela. Ja. Habt ihr heute schon viele Leute betrogen? Oh nein. Nee? Nein. Oh. Ist ja Nein. schade. Ich bin mir sicher, du bist ein Betrüger. Ja? Weil, ja. Woher weißt denn du das? Ja, ich weiß von irgendwo. Ja. Draußen vom Wald komme ich her. Was? Draußen vom Walde komme ich her und es puffelt sehr. Also an dieser Stelle sollte man hier tatsächlich nochmal festhalten, dass wir hier von einem angeblichen Trading Call Center, also von einer Finanzbank angerufen werden. Und das sind die Mitarbeiter, die ihr dort in der Leitung haben könntet. Tja, in diesem Fall haben die mich sicherlich vorher schon erkannt, da ich mich bei diesem Callcenter ja mit großer Wahrscheinlichkeit wieder sehr, sehr häufig selbst registriert habe. Und manchmal fällt es dann natürlich auch auf, wenn der Datensatz ja entweder sehr ähnlich ist, die IP-Adresse mal gleich ist oder die Telefonnummer relativ gleich ist. Ich benutze ja Rufnummernblöcke, ne, das heißt, die Telefonnummer an sich ist erstmal die gleiche, nur die letzte Zahl, die ändert sich dann fortlaufend. Ja, und solche Leute könntet ihr dann am Telefon haben. Dass eine seriöse Firma so anrufen würde, das bezweifle ich wohl sehr stark. Aber das kommt dabei raus, wenn ihr bei solchen Trading-Plattformen eure Daten hinterlasst. Weil ich bin Mr. Puffichen. Ja. Ich Ja. weiß. Süß, oder? Ja, das ist sehr süß. Ja, Ja. auf jeden Fall. Und sonst so, wie ist bei euch das Wetter? Auch so warm Wie? wie hier in Deutschland. Was ist deine Was meine? Muttersprache? Und Meine Muttersprache. wie heißt du normalerweise? Ich bin mir sicher, du bist nicht ein manueller Puffel. Nee. Ja. Das ist auch Manuela, nicht Manuela. Manuela. Ich möchte Manuela sagen. Ja, Da ist ja gibt es. okay. Ich sag Ja, auch hier. Betrüger, ist ja auch nicht so schlimm. Ja, ja, Ja. ja. Ach ja, das ist schon alles ganz schön lustig. Findest du nicht auch? Was? Ja, ist lustig. Das ist lustig. Du. Ja. Was machen wir heute noch Schönes? Ich weiß das nicht. Nee, warum denn nicht? Muss man doch wissen. Ja. Spiel mal da im Hintergrund die Musik Gangsta in Paradise. Ja, wir sind in Disco. Ja, wir tanzen jeden Tag. Ja, das weiß ich. Ja, komm schon. Habe ich schon mal gesehen auf dem Video, wie ihr da feiert. Wie? In welchem Hotel seid ihr denn gerade? Das interessiert dich nicht.
So, interessiert mich ja. Ich würde ja gerne mal wissen. Vielleicht kann man das Hotel ja mal empfehlen. Aber wahrscheinlich, wenn ihr fertig seid mit Feiern, nicht mehr. Nun ja, also ich habe es ja schon ziemlich oft eigentlich gedacht oder mir zusammengesponnen, dass die da in einer halben Diskothek sitzen. Aber schön, dass man das mal aus dem Mund der Betrüger hört und dass die ja selber zugeben, dass die quasi aus einer Diskothek anrufen und ja sich in Hotels befinden, um dann dort quasi saisonweise zu arbeiten. Ist natürlich hier nicht in jedem Callcenter so, aber hier scheint es ja dem Anschein nach immerhin zu bestätigen, was wir hier schon öfters vermutet haben. Kann natürlich sein. Das kann alles sein. Mhm. Ja. Do you know you are a stupid man? Ja. Ja. No. Can you speak English? Nee. Why? Was? Wieso? Na, warum nicht? Ich kann halt kein... Warum? Warum kennst du kein Englisch? Englisch ist eine Muttersprache. Wenn du eine intelligente Person bist... Ja. Ja. Warum sprichst du kein Englisch? Und was hat denn die Sprache mit der Intelligenz zu tun? Seit wann kann man das messen? Weil ich bin mir sicher, du hast ein Gehirn, um einen Menschen zu verarschen. Ja, genau. Ja? Richtig. Mhm. Und wie viele Sprachen kannst du? Ich kann also Deutsch, Englisch, Tschechisch und Chinesisch. Aha. Dann sprech mal Chinesisch. Ja, das interessiert dich nicht. Du werdest mich nicht verstehen, ja? Okay. Und aus welchem Land kommst du? Aus Türkischland oder? Das interessiert dich nicht. Doch, ein bisschen schon. Die Zuschauer ja auch. Die wollen das gerne mal wissen, wo ihr so herkommt. Stand gestern in den Kommentaren, ich sollte mal fragen, aus welchem Land du kommst. Also, das interessiert dich nicht, Manuela. Doch, also mich nicht, aber ein Zuschauer hat gefragt. Ich sage, ein Zuschauer hat gefragt, aus welchem Land du kommst. Welcher Zuschauer? Zuschauer. Wer? Wer ist den? Ja, den Namen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ich habe gerade einen Waschlappen in der Hand, deswegen fasse ich jetzt nicht mein Handy an. Ja. Ich verstehe deine Situation. Ja. Ja? Okay, das ist schön. Bist du schizophren? Weiß ich nicht. Woran definiert oder wie definiert man denn Schizophren? Schizophren? Man kann sich selbst also sprechen und manchmal die Person kann langweilig also fühlen und dieser Mann möchte manche Personen verarschen. Okay. Und das ist die Bedeutung von Schizophren. Ach so, na dann. Ja. Dann kann das sein, ja. Kann ich also nicht ausschließen. Was möchtest du genau? Was ist deiner, also Ziel? Was ist dein Zweck? Was möchtest du von dieser Person, von dieser Plattform und so? Was ist dein Ziel? Kannst du mir das ein bisschen, also sagen, erzählen? Ich möchte das, also hören. Ja. Content. Warum hast du, warum hast du Langeweile? Content. Ja, jede Menge Content. Weil viele Leute schlafen bei so dummem Gesabber gerne ein. Ich mit eingeschlossen, ich höre das ja auch beim Einschlafen. Oder neben der Arbeit, wenn die Arbeit sowieso furchtbar ist, dann kann man sich ja die Zeit ein bisschen erheitern, ja. Dann ist ja lustiger, wenn man wenigstens bei dem ganzen anderen Elend zuguckt, ne, wenn man selber keine Lust mehr drauf hat, im Elend zu stecken, dann guckt man sich das Elend der anderen Leute an. So ist es halt. Aber das Positive ist, wenn dessen man das Elend der anderen Menschen bei YouTube hört, kann man sich ja dann darüber Gedanken machen und andere Menschen davor schützen. Ne? Also lustig verpackt und doch ein Ziel. Du bist sehr intelligente Person, ja? Ich dachte nicht. Ja, ich dachte. Ja. Aber warum bin ich denn jetzt auf einmal intelligent? Ich dachte, ich bin nicht intelligent. Wo kommt denn jetzt die Intelligenz plötzlich her? Du kannst also diese Antwort finden. Ich werde das nicht mehr sagen. Ja? Auf otto.de. Okay. Ja. Und wie lange arbeitest du dann schon? Das interessiert dich nicht. Na doch. Die Zuschauer ja auch. Nein. Bis zum Punkt, das erzählen die meisten immer nicht, wie lange die da schon arbeiten. Dabei wäre das doch tatsächlich mal
mal lustig in Erfahrung zu bringen. Also, was heißt dieser Zuschauer? Ja. Was heißt dieser Zuschauer? Kannst du mir das sagen? Ja, Zuschauer sind Leute, die dabei zugucken, was wir gerade machen. Also, du bist arbeitslos, ja? Und du hast Langeweile, ja? Und du möchtest eine Person, um zu verarschen. Okay, ich bedanke mich für deine Zeit. Das mit dem Arbeitslos war schon richtig. Ja, du bist ein Arbeitslos, ja. Was ist denn schlimm an Arbeitslos? Geld. Erkläre mir das mal. Was ist denn schlimm an Arbeitslos? Weil Rentner sind ja auch arbeitslos. Also, außer die machen noch irgendwas. Ist ja heutzutage auch schlimm, dass die Rentner schon arbeiten gehen müssen, um irgendwie noch was zu fressen auf den Tisch zu kriegen. Das ist ja tatsächlich so ein Problem. Aber dann rufen ja da noch Leute an wie ihr und dann nehmt ihr ja den Rentnern das Geld auch noch weg. Das ist ja nicht so auf schön. Auf jeden Fall, okay, auf jeden Fall. Ja. Du bist ein nutzloser Mensch. Ja, das kann schon sein. Ja. Ist auch okay. Muss ja auch nutzlose Menschen geben. Gibt ja auch nutzlose Esser, habe ich mir neulich sagen lassen bei Telekom. Nutzlose Esser nennt man das. Ja. Auf ich glaube, da haben wir einen gefunden. Ja. Mhm. Okay, Manuela. Ja. Okay, ich werde dieses Telefongespräch beenden, okay? Oh, schade. Rufst du nachher nochmal an? Wie? Rufst du nachher nochmal an? Ja. Ich werde deine Nummer an die Polizei geben und die Behörde gehört unser alle Gespräch. Das ist nicht schlimm, das kannst du ja machen. Dann wissen die gleich deine Adresse. Dann wissen sie, wen sie einsperren sollen. Ich hoffe, dass du kannst einen Job finden und ein bisschen Geld verdienen, okay? Ja, aber warum soll ich einen Job finden? Weil du bist ein seriöser Mensch. Ja, das ist doch Quatsch. Arbeiten gehen ist doch langweilig. Ja. Guck mal, da sitzt man doch den ganzen Tag nur rum. Wie viel Geld bekommst du? Okay, wie viel Geld bekommst du von dieser Job? Wie viel Geld? Wie viel bezahlt man für diesen Job? Kannst du mir das sagen? Für einen Betrüger. Ja, das ist sehr schwer. Wozu ist denn diese Information wichtig? Weil das ist sehr wichtig für meine Portfolio und für meine Job. Ach so. Möchtest du einen anständigen Job in einen anständigen Job wechseln? Nein. Nee? Ich bin zufrieden von meiner Job. Okay. Ich bin sehr glücklich von dieser Job. Ja, das ist ja vom Prinzip her, ne, wenn es jetzt nicht so was Schlimmes wäre, dann ist es ja schön, wenn man zufrieden ist mit seinem Job. Dann hat man wenigstens keine schlechte Laune. Hast du eine Idee, was bedeutet also Disziplin oder Prinzip? Hast du eine Idee? Woher hast du das gelernt, Worten? Woher hast du das gelernt? Kannst du mir das sagen? Hast du eine Idee? Ja, was bedeutet Prinzip oder was bedeutet Disziplin oder so? Okay. Ich habe keine Zeit für dich, okay? Ich dachte, du wolltest noch eine Erklärung. Ja, schade für dich. Ja. Naja, aber du kannst ja auf jeden Fall wieder anrufen, war auf jeden Fall ganz nett. Ich habe keine Zeit für dich. Okay. Nur, aber nachher dann wieder, ja? Ich möchte nicht mehr sagen. Wie? Nachher nochmal? Nein, auf keinen Fall. Oh, schade. Wir werden dich also niemals anrufen. Aber ich habe so viele Telefonnummern und so viele E-Mail-Adressen, das könnt ihr doch daran gar nicht festmachen. Und die IP-Adresse, die kann man ja in Deutschland auch wechseln, wenn man den Router neu startet. Du kannst das machen. Okay, du kannst das machen. Mhm. Ja? Genau. Dann hören wir uns vielleicht nochmal. Ja? Nein, ich dachte das nicht. Ja, wir werden niemals später sprechen, ja? Schade. Aber ich trage mich noch ein paar Mal ein. Warum? Naja, vielleicht ist dann wer anders von dir nochmal dran da aus dem Callcenter. Kann man ja nochmal wen anders sprechen. Okay, du kannst das machen. Ja. Das ist eine freiwillige Situation. Du kannst das machen, kein Problem. Ja? Richtig. Kann ich nachher noch mit wen anders ein bisschen plauschen? Ja. Du kannst mit den anderen Leuten verarschen, aber bitte. Also triffst du nicht mit mir, okay? Naja, das wird sich dann zeigen, ob du wieder den Datensatz bekommst. Ja, okay, Manuela. Ja. Okay, na bis gut, dann. Dann bis später. Ja. Tschüssi, mein Mäuschen. Oh. Hasenpfötchen. Was? Ich sagte Hasenpfötchen. Puffelchen.
Ja. Was hast du gesagt, Puffelchen? Puffelchen hat gesagt Hasenpfötchen. Hasenpfötchen? Ja. Ein Hasenpfötchen. Okay. Das war gute Musik noch damals. Ja, 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 ja. Ja. Okay. Gut. Auf Wiedersehen. Nee, wiederhören, wenn dann. Bei nein. Sehen kann man sicher am Telefon nicht. Nein, 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 nein. Ich möchte ja. Das sagen. Das ach interessiert so. Dich nicht. Ja, bye. Ja, dann bis nächstes Mal, mein Puppelchen, meine Sahneschnitte, mein Kerzenhalter. Ja, also es ist schon der absolute Wahnsinn, was da für nette Menschen am Telefon sind. Also ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie Freizeit hatte, aber eins ist sicher, die haben wir noch öfters am Telefon, auch wenn sie der Meinung war, dass das nicht passiert. Tja, aber das ist halt so, wenn die von uns immer wieder schöne neue Datensätze bekommen. Es ist der absolute Wahnsinn, was da für Leute sitzen. Das sind Leute, die euch in Finanzsachen angeblich beraten wollen, die von euch wenigstens 250 Euro überwiesen bekommen möchten. Das ist schon irgendwie gigantisch. Und sowas kommt denn dabei raus? Nett. Schauen wir mal zum zweiten Telefonat, was ich euch heute noch mitgebracht habe. Ja? Herr Toffel, guten Tag. David Thiemann von der Six Trading Plattform am Telefon. Herr Toffel, wir hatten eine Werbekampagne für über die künstliche Intelligenz im Online-Trading-Bereich vor ein paar Tagen. Da haben Sie Telefonnummer sowie auch E-Mail eingegeben für mehr Infos. Und ich hoffe, ich störe Sie gerade nicht. Nö. Okay. Künstliche Intelligenz im Online-Trading. Haben Sie mal bis jetzt die Erfahrung gehabt, mit sowas zu arbeiten? Nee. Nicht. Und wissen Sie auch, was das eigentlich sein könnte? Nee. Okay. KI-Systeme oder künstliche Intelligenzsysteme sind Algorithmen, besser gesagt. Die können hochkomplexe Aufgaben in Echtzeit bearbeiten und ja eine entsprechende optimale Lösung generieren. Wir arbeiten mit KI-Systemen im Online-Trading-Bereich. Sie wissen, was Online-Trading ist. Man handelt da mit Währungen, mit Euro oder Dollar. Man handelt mit Rohstoffen wie Gold, Öl oder mit Aktien wie BMW oder Facebook oder was weiß ich jetzt. Es gibt hunderte davon. Und ja, wir arbeiten durch den, profitieren wir natürlich auch. Es gibt natürlich immer einen Rahmen, wo man genau weiß, wie viel man da profitiert. Mhm. Und ja, das ist eigentlich unsere Arbeit. Wir sind ein Brokerhaus. Falls Sie mal Erfahrung gehabt haben, mit Bankern zu arbeiten, die Anlagen anbieten. Sie wissen ja, deutsche Banken bieten ja Anlagen, wo man zum Beispiel jährlich oder monatlich eine Rendite auszahlen kann oder Dividenden auszahlen kann. Das Gleiche ist ja auch hier, nur dass das Ganze hier nicht versteckt gemacht wird wie bei den Banken, sondern das wird ganz offen bei der Plattform gemacht, auf ein Handelskonto. Da kann man die Handelspositionen sehen. Wie viel wurde da investiert, auf was für eine Richtung, auf welche Aktie zum Beispiel oder welcher Währung. Also ist alles offen, legitim, man kann alles sehen. Wir handeln natürlich, man muss da kein Experte sein, dass man da denkt, oh, um das zu machen, muss ich jetzt ein Experte sein oder was wahrscheinlich Infos haben, wie der Markt funktioniert, müssen Sie nicht. Langsam, schrittweise geben wir eine kleine Session, eine kleine Schulung ein, wo Sie hineingeführt werden. Und dann legen wir die Handelspositionen mit der Begründung an Sie natürlich. Und da kommen die Resultate. Täglich werden Positionen geöffnet und abgeschlossen. Ist interessant zu sehen, was manchmal der Euro macht, was auch die Aktien machen, was vielleicht Kryptowährungen machen oder wie man da bestens profitiert. Mhm. Meine Frage an Sie ist, was machen Sie denn beruflich? Tomatenwerfer. Tomatenwerfer. Ist jetzt was Neues. Seit wann gibt es denn so einen Job? Weiß ich nicht, seit wann es denn gibt. Aber ich muss Tomaten werfen. Mal gucken, wie die Pelle so hält, ob die schön knackig ist. Und wenn es beim Aufklatschen schön knackt, dann sind sie gut. Okay, leichte Aufgabe. Ich nehme mal an, finanziell kommen Sie mit dem Geld da eigentlich nur klar, oder? Ja, ja, da bin ich ungefähr 3.600 Euro netto. Netto, okay. Okay, ist nicht schlecht, gut. Natürlich, das ist ja eine Alternative. Man heißt ja nicht, man soll jetzt den Job aufgeben, wenn man mal sowas mitmacht. Nein, hierbei können Sie
zeitlich, was weiß ich, wenn Sie mal Zeit haben, im Computer 5 Minuten anschauen, was die Positionen machen. Mehr brauchen Sie dann nicht Ihre Zeit zu verschwenden. Sie können ruhig den Tag genießen, den Resttag, der von Ihrer Arbeit noch übrig geblieben ist. Und ja, ich bin der David Thiemertz. Ich bin 36 Jahre alt. Ich mache das jetzt seit mehr als 20 Jahren. Wir sind ein Bookerhaus, wir sind mehr als 10 Mann stark. Wir verfolgen den Markt 24/7. Wir bieten Ihnen eine fantastische Möglichkeit, bei unserer Plattform mal anzuschauen, wie das Ganze funktioniert. Sie wissen, vielleicht haben Sie mal Filme gesehen oder vielleicht haben Sie davon jemanden gehört. Die Banken zum Beispiel, die verlangen immer Minimum-Investment von 20.000 oder 50.000 oder so hohe Beträge. Im Online-Trading-Bereich kann man die ganze Sache ganz, ganz klein starten. Mit 250 Euro beispielsweise. Das Beste dran ist, bei so einer Promotion, die wir jetzt anbieten, haben wir direkt 50% noch Willkommensbonus drauf. Haben auch 250 für den Anfang gemacht, kommt noch 50%, das wäre dann 125, dann hätten wir einen Betrag von 375, mit dem wir starten. Mal genommen starten wir den Paket von 250, dann haben wir 14 Tage Handelstage geplant. Das heißt, wir werden dann mit diesen 375 Euro handeln, jeden Tag mal 5 Euro, vielleicht 10 Euro verdienen und am Ende der 14 Tage hoffen wir, dass wir ungefähr in der Nähe von 800 bis 1000 Euro kommen. Für die Anfangsphase geben wir ein bisschen mehr Gas, da legen wir ein bisschen mehr von den Handelspositionen und da legen wir ein bisschen mehr von den Strategien ein. Und das können Sie sich anschauen. Nach 14 Tagen, wenn Sie wollen, zahlen Sie die Profite aus, lassen Sie nur die Investitionen rein, dass Sie mal ein bisschen was von dem Geld spüren und da kann man nochmal sich hinsetzen und sagen, okay, jetzt erstellen wir mal einen Plan, ich möchte so und so viel für die Zukunft verdienen, wie kriegen wir das hin? Und da geben wir einen bestmöglichen Vorschlag an Sie. Soweit konnten Sie mich verfolgen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht voll gequatscht. Eigentlich mache ich das nicht immer so, aber bei denen, die keine Infos haben, möchte ich natürlich auch ganz korrekt die Situation erklären. Aha, also er hofft, dass er uns nicht voll gequatscht hat. Ist ja sehr interessant. Mal davon abgesehen, dass er uns hier voll gequatscht hat mit lauter komischen Kram, der, weiß ich nicht, nicht unbedingt jetzt seriöser wirken lässt, das Ganze. Was wollte der uns jetzt hier eigentlich genau mitteilen? Seine Geschichte ist ja, dass er hier ein tolles Trading-Blabla anbieten möchte und dass seine Firma 10 Mann stark ist und, was genau? Weiß ich nicht. Also es war wieder ganz viel Blabla, aber nicht das, was man eigentlich in einer Trading-Beratung sich vorstellt. Wofür bezahle ich denn jetzt wirklich das Geld? Wofür zahle ich denn da jetzt genau Geld ein? Man will ja mit meinem Geld handeln. Ja, aber eigentlich geht's nur darum, dass ich erstmal wieder Geld einzahlen soll. Und alles andere dann später kommt. Und dass das definitiv nicht seriös sein kann. Das erübrigt sich ja eigentlich von selbst. Doch leider zahlen hier trotzdem viel zu viele Menschen ihr Geld ein. So einer, der, naja, relativ akzentfrei Deutsch spricht, der könnte damit schon Erfolg haben. Vor allem besonders dann, wenn er die Leute so richtig schön volllutscht. Ich meine, da hat er jetzt hier wirklich ganz, 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 ganz viel erzählt. Dass das alles nur Blabla ist und am Ende nur dazu führt, dass ihr eure Kohle los seid, das erzählt er euch natürlich nicht. Ja, aber es gibt halt eben viel zu viele Menschen, die dort ihr Geld einzahlen. Von daher teilt sehr gerne die Videos mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten und allen, die ihr kennt, damit niemand aus eurem Umfeld auf so eine Masche hereinfällt. Wie sieht es denn aus mit dem heutigen Tag? Was machen Sie gerade? Haben Sie irgendeinen Plan für heute? Ja, wir gehen nachher noch einkaufen und dann müssen wir noch Sonnenmilch kaufen. Ist ja schweineheiß und ja, also bei der Arbeit sind Sie heute nett. Nee, bei den Temperaturen kann man keine Tomaten werfen. Ah, okay. Können Sie mal für mich kurz einen Computer anmachen oder einen Laptop oder ein Tablet, was Sie auch machen? Dann zeige ich Ihnen mal schnell unsere Plattform. Darf ich fragen, was für einen Jahrgang haben Sie? Welchen meinen Sie? Ja, den Jahrgang 1900. Was für ein Jahrgang? Wann sind Sie geboren? In welchem Jahr? 92. 92, okay. Benutzen Sie den Computer viel? Kennen Sie sich mit dem Computer aus? Nee. Weniger, ne? Okay.
Gut, ich nehme mal an, Sie haben einen Laptop oder einen Computer? Ich habe einen Computer. Computer, ist er bereits an? Mhm. Okay, gehen Sie bitte mal bei Google. Ja. Und dann, ich buchstabiere es Ihnen. S wie Siegfried, I wie Ida, X wie Xavier, T wie Theodor, R wie Richard, A wie Anton, D wie Dora, Ida Nordpol Georg. Punkt net. Und dann auf Enter-Taste bitte. Okay, was sehen Sie jetzt davor? Eine geöffnete Seite. Eine geöffnete Seite. Ist sie schwarz im Hintergrund? Mhm. Ja, die ist auf Deutsch bei Ihnen? Ja. Oder auf Englisch? Auf Deutsch. Okay, Sie sehen das Six Trading, da sehen Sie Konten. Da müssten Sie oben Konten, Märkte, Plattformen, Ausbildungen. Mhm. Also Sie sehen, ne? Und in der Mitte Ökonomie, Sorgfältigkeit, Umgang mit verfügbaren Ressourcen. Ne? So, das ist unsere Plattform. Scrollen Sie mal bitte kurz runter. Und dann? Genau, nach unten. Sehen Sie jetzt, platzieren Sie Ihre Positionen auf erstklassigen Handelsinstrumenten. Und da sehen Sie Devisen, Rohstoffe, Vorräte, Indizes und Kryptowährungen. Also man startet dann immer klein. Also als erstes, wenn man zum Beispiel, also es gibt Investoren, die möchten schneller an die Profite rankommen und die gehen dann direkt an den zweiten oder dritten Projekten. Ja, und wenn man mit kleinen Investitionen anfängt, dann startet man immer mit Devisen. Wenn Sie mal auf Devisen klicken, können Sie mal bitte auf Devisen klicken. Wo steht denn da das Impressum? Impressum? Sehen Sie es? Sehen Sie es nicht? Nee, wo steht also, das? Impressum, also bei legal oder rechtlich, das müsste auf Deutsch rechtlich sein, da gibt es die Geschäftsbedingungen, da gibt es die Anti-Geldwäsche-Reihenlinie, Risikohinweis, Datenschutzbestimmungen. Aber das ist ja nicht das Impressum. Nicht das Impressum, natürlich hat die Plattform von uns keine Impressum, weil wir sind eine internationale Plattform. Tja, also das Einzige, was der jetzt hier tatsächlich mal Wahres gesprochen hat, ja, unsere Firma hat kein Impressum. Was aber falsch ist, dass sie keins brauchen. Denn wenn sie deutsche Sprache anbieten und hier nach Deutschland irgendwas verkaufen wollen, und sei es nur irgendein Trading-Bot oder künstliche Intelligenz, bla bla, ja, dann muss er ein deutsches Impressum haben. Denn ich als Deutscher muss ja auch irgendwie nachvollziehen können, bei welcher Firma ich hier einzahle. Tja, und diese Firma bietet mir lediglich den Firmennamen oben an, den man sich ja ausdenken kann. Also der Name von der Webseite ist ja nicht automatisch der Name von der Firma. Und das ist ja auch das Problem. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, von wo aus der mich anruft und wer genau dahinter steckt. Genau. So ist es halt eben bei unseriösen Seiten, denn genau das wollen die ja nicht, dass ihr rausfindet, wo die herkommen. Und dementsprechend lässt man ziemlich gerne einfach mal als Impressum weg. Und hier als Begründung nennt man, er bräuchte keins. Tja, das ist schlichtweg falsch. Ah, also illegal. Nein, nicht illegal. Doch. Natürlich nicht illegal. Doch, alles doch. Andere als illegal. Ihr dürft nur Deutsch verkaufen, wenn da ein deutsches Impressum drin ist. Nee. Im Online-Trading-Bereich ist es anders. Das sind Plattformen. Nee. Das hat ja nichts mit Online-Trading-Bereich zu tun. Das ist ja das Internetgesetz. Und wenn die Webseite aus dem Internet kommt, da muss er in Deutschland auch ein Impressum haben. Schauen Sie mal hier. Warten Sie mal. Da zeige ich Ihnen vielleicht, wo Sie... eine Sekunde. Ob es eine Antwort darüber gibt, weil die Plattform von uns hat ja auch die meistgestellten Fragen beantwortet. Vielleicht hat man hier eine Antwort über Ihre Frage. Also Sie sollen ja wissen, wir rufen Sie aus Österreich an. Wir sind eine internationale Plattform, das heißt, wir haben Kunden weltweit. Ja. Wir sind nicht bestimmt auf dem deutschen Markt. Natürlich ist es vollkommen seriös, weil das ist eine Nummer, die wir natürlich von unseren Anbietern bekommen. Hier an der Stelle war ich leider nicht so gut zu verstehen. Ich übersetze es euch einmal. Ich habe den Mitarbeiter hier darauf aufmerksam gemacht, dass ich hier über eine 0152-Handynummer angerufen werde.
dass das definitiv nicht seriös sein kann. Denn ein Callcenter ruft euch mit einer Service-Rufnummer oder auch, was auch normal ist, mit einer Festnetznummer an. Tja, und diese Callcenter rufen gerne mal mittlerweile mit einer Handynummer an, da diese wahrscheinlich vielleicht derzeit, ich weiß es nicht genau, von dem neuen Datenschutzgesetz noch gar nicht erfasst sind. Denn Handynummern lassen sich auch genauso einfach spoofen, also fälschen, wie eine Festnetznummer. Also, dass euch eine falsche Festnetznummer im Display angezeigt wird. In dem Fall ist es definitiv eine falsche Handynummer. Denn rufe ich sie zurück, dann erreiche ich dort niemanden. Der Anschluss ist einfach nicht bekannt. Im schlimmsten Fall landet ihr hier sogar tatsächlich bei Privatpersonen, die dafür überhaupt nichts können. Denn die Nummer im Display ist nichts anderes als nur wie einen Name zu werten, den man von der Gegenseite mitsendet. Und dieser lässt sich mit ein paar speziellen Techniken auch ändern. Also, sofern ihr dann raustelefoniert, wird nicht eure Festnetznummer beispielsweise angezeigt, sondern einfach irgendeine fremde Handynummer. Und das nennt man Spoofing und ist in Deutschland nicht legal. Ja, aber mit einer Handynummer ruft ja keine Tradingbank an. Das ist unseriös. Keine Tradingbank? Sie sollen ja wissen, die Banken, die in Deutschland sind, die rufen Sie ja nicht aus einer Handynummer an, aber ja, Plattformen, Sie? Internationale Plattformen, ja. Weil wir haben mit dem deutschen Staat nichts zu tun. Das Sie ist eine ganz, ganz schlechte Ausrede. Kein Impressum, keine Informationen über die Firma auf der eigenen Webseite. Mit einer Handynummer, die gespooft ist. Ich kann die nicht mal zurückrufen im Übrigen. Die Nummer ist gar nicht vorhanden. Doch. Nee, ich hab's ja gerade voll versucht. Die Nummer können Sie zurückrufen. Nee, ich hab's ja gerade versucht. Die müsste funktionieren. Ja, tut sie aber nicht. Es ist ja so, wir sind ein Brokerhaus. Die Nummer die funktioniert nicht. Plattformen. Wollen wir es nochmal auf laut probieren? Ich kann es nochmal auf laut probieren. Moment. Machen Sie es nochmal auf laut. Die Nummer hier ein. 015290449. So, und wenn wir die jetzt zurückrufen. Die ist besetzt. Das ist ja Quatsch. Was jetzt hier aber gleich folgt, damit habe ich selbst nicht gerechnet. Hört genau hin, dann werdet ihr jetzt hier an der Stelle feststellen, dass der Betrüger jetzt hier wirklich ganz offen und ehrlich zugibt, dass das Ganze hier Betrug ist. Das ist eine gespoofte Handynummer. Ihr seid illegal. Wenn Sie jetzt vielleicht nach einer halben Stunde es wieder versuchen, Nein, die Nummer wird nicht mehr weitergeleitet. Man kann das ja sehen, die existiert halt gar nicht, die Nummer. Die Nummer existiert doch, Sie sind ein Betrüger, Sie sind kriminell. Wenn Sie der Meinung weißt sind, weißt du was, ich hab dich sowieso von Anfang an verarscht. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen deine Zeit verplempern und gucken, was da für eine illegale Seite rauskommt. Kann ich gleich wieder melden, vielen Dank. Okay, du Hund. Gucke, und jetzt hast du es bewiesen, dass du kriminell bist. Hundesohn, ich hätte dich fast verarscht. Ja, siehst du. Ich dachte, du bist dumm, aber ich nicht. Tut mir leid. Ich hab's versucht. Will jetzt mit dir ehrlich sein, ich hab's versucht. Du und bist warum? Wirklich schlau. Um Geld zu verdienen, mein Lieber. Na, aber doch nicht kriminell. Ich kann nicht, ich habe keine andere Möglichkeit. Ich meine, das ist doch klar, dass ihr die Kohle nachher behaltet und nichts damit macht. Ihr eröffnet, wenn der Kunde Glück hat, vielleicht noch ein Demokonto. Im schlechtesten Fall seid ihr einfach in 6-7 Wochen offline. Ja, nee, nicht direkt. Also je nachdem, wie gut die Plattform aufgebaut ist. Also wenn Leute schlau so wie Sie sind, man kann direkt sehen, dass es Betrug ist. Aber die dann nicht viel Erfahrung haben, die machen da halt mit. Man nimmt, wie viel man nehmen kann. Und ja, Geld ist vergessen. So war nicht die schöne. Aber was soll ich dir sagen, mein Lieber? Viele machen das. Wenn ich es nicht gemacht hätte, dann macht es jemand nach mir. Ich will auch damit aufhören. Wie viel verdient man denn da so im Monat? Aber wenn ich dir ehrlich sage, ich habe jetzt seit ein paar Monaten gar nichts verdient. Das ist so eine schlimme Sache. Kommt einer, der gibt ein paar Tausender, da bist du ein paar Monate gut. Dann hast du vielleicht Pech für ein Jahr. So läuft es. Ach so. Du bist jetzt doch irgendwas anderes suchen. Normal? Ich sage, da würde ich mir irgendwas anderes suchen, irgendwas Seriöses. Ich meine, sowieso gerade alles kacke, aber. Ich weiß nicht, alles muss, kacke, man ja nicht ich mein... muss man ja nicht noch die Leute bescheißen, die nichts haben, weil ich denke mal, hauptsächlich werden ja nur Leute darauf reinfallen, die sowieso kein Geld haben. Und sich gar nicht mit Finanzmarkt beschäftigen sollten.
Ich muss dir sagen, es kommt auf die Personalität, auf den Charakter von dem Typ am Telefon an. Die einen, die ziehen alle ab. Ich mache das nicht. Ich ziehe nur die ab, die Geld haben. Vielleicht, wenn er 100 hat, dann nehme ich 50 oder 60, wenn das der beste Fall wäre. Nicht so Kleingelder. Man startet ja immer klein, oder? Man kann ja nicht die meisten starten klein, ja. Die meisten waren halt 250 oder 100, habe ich halt auch schon. Ja, und dann ist das Gespräch hier leider an dieser Stelle abgebrochen. Natürlich hat sich der Betrüger jetzt hier nicht nochmal zurückgemeldet. Vielleicht hat er irgendwo der Chef im Hintergrund zugehört und die Leitung gekappt, ich weiß es nicht. Ist jetzt hier nur eine Behauptung und eine Vermutung. Aber ihr habt jetzt hier aus dem Mund eines Trading-Typens am Telefon gehört, dass das alles Betrug ist. Teilweise arbeiten die hier scheinbar alleine, oder er zumindest. Es gibt doch sicherlich Leute, die es alleine probieren. Aber es ist schon der absolute Wahnsinn. Die rufen euch an, wollen euch 250 Euro abknöpfen und naja, wenn sie die dann nicht bekommen, ja, war der jetzt hier tatsächlich mal ehrlich. Da war ich jetzt tatsächlich selber vollkommen geschockt, dass es sowas auch gibt. Normalerweise streiten die ja dann zum Schluss immer vehement ab, dass die Betrüger sind und machen es auf einer absolut unseriösen Art und Weise. Aber der hat ja jetzt hier tatsächlich noch aus dem Nähkästchen geplaudert. Und das erste Gespräch war heute schon komplett plemplem. Die Betrügerin hat ja hier auch mehr oder weniger gezeigt, dass das alles nur Betrug ist und hier privat angerufen, währenddessen im Hintergrund die Diskothek gerollt hat. Und sie hat es ja auch zugegeben, dass die da quasi aus einer Diskothek anruft. Auch wenn es vielleicht so jetzt nicht genau der Fall ist. Ich denke eher, es wird irgendeine Party-Location oder ein Hotel oder keine Ahnung. Irgendwie sowas wird es schon sein. Der hier hat auf jeden Fall mal einen angenehmen Hintergrund, nämlich keinen. Also keinen Krach. Ja. Und der hatte ja auch eine relativ verständliche Stimme. Dass der jetzt hier nicht unbedingt aus dem Ausland kommt oder zumindest schon sehr lange in Deutschland lebt, ja, macht's nicht besser. Es ist und bleibt Betrug. Der absolute Wahnsinn ist, dass er hier wirklich nun absolut gestanden hat, dass das hier Betrug ist. Und er sich die Kohle in die Tasche steckt und dann aus dem Staub macht. Ja, und dann gibt er hier auch noch offen und ehrlich zu, ja, je nachdem, wie die Plattform läuft. Wenn man intelligente Leute hat, die erkennen den Betrug schon aufgrund des fehlenden Impressums. Was er ja am Anfang des Gesprächs ja hier noch komplett abgelehnt hat, dass das ja kein Betrug sein kann und das muss so und ist nicht schlimm. Aber das Ende von diesem Telefonat, auch wenn es mittendrin aufgehört hat, hat mich dann doch absolut fassungslos gemacht und schockiert. Ich hoffe, dass ihr auf sowas nicht reinfallt, auch nicht, wenn es sich irgendwie seriös am Telefon anhört und vor allem auch niemand aus eurem Umfeld. Ich hoffe, dass ihr die Videos teilt mit euren Verwandten und Bekannten, denn das hier ist ja tatsächlich mal ein Triumph für unsere Seite, dass hier jemand so offen und ehrlich aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Ja, und natürlich hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, dann gebt mal einen Daumen in nördliche Richtung. Wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist. Mit einer etwas größeren Auswahl, mit noch viel mehr weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.